Hallo und willkommen zu einer kleinen schamanischen Yogastunde. Wir verbinden heute unsere schamanische Arbeit mit Yoga, mit Bewegungen, mit Atem. Und da möchten wir dich mit auf eine kleine Reise heute Für nehmen. die, die uns vielleicht nicht kennen auf den jeweiligen Kanälen, ich bin Natersia van der Made Und ich, Stefanie Schodinski. und wir freuen uns. Mach's dir am besten bequem mit vielleicht Yogamatte oder Teppich. Wenn du magst, kannst du auch noch was räuchern oder dir deinen Raum schön gestalten. Und dann würde ich sagen, geht's mit einer Meditation gleich los, nachdem wir den heiligen Raum geöffnet haben. Ja, na dann. Okay. An die Winde und Kräfte des Ostens, großer Adler, wir rufen dich. Bitte komm in unsere Mitte, breite deine Flügel aus und trage uns so hoch, wie wir es alleine nicht schaffen würden. Hilf uns, alles, was uns schwerer macht, nur zum Anlass zu nehmen, noch höher zu fliegen, mit Leichtigkeit in die Höhen zu steigen und über jedes Hindernis, das sich uns in den Weg stellt, hinwegzufliegen. Wir danken dir. Raho. An die Winde und Kräfte des Südens, weise Schlange, auch dich bitten wir, komm, komm in unsere Mitte und schütze diesen heiligen, heilenden Raum. Zeige uns, wie wir Zugang zu unserer tiefen Medizin erlangen. Zeige uns, wie wir unsere alte Haut abstreifen können, um wieder im neuen Lichte zu erstrahlen. Dein Gift kann tödlich sein, aber genauso heilen. Zeige uns, wie wir die richtige Dosis einsetzen, um zu heilen. Au. An die Winde und Kräfte des Westens, Mutter, Schwester Jaguar. Wir rufen dich und bitten dich zu uns in diesen heilenden, heiligen Raum. Bitte schütze ihn mit deiner Stärke, denn du hast keine Feinde. Zeige uns, so wie du ohne Feinde lebst, wie auch wir ohne Feinde sein können, in diesem Leben, im nächsten und über den Tod hinaus. Und so wie du jeden Weg kennst, jeden Baum, jede Höhle, so bitten wir dich, zeige uns den Weg in die Anderswelt und zu uns selbst. Wir danken dir. Aho. An die Winde und Kräfte des Nordens, mutiger Kolibri, auch dich bitten wir, komm, komm in unsere Mitte und schütze diesen heiligen, heilenden Raum. Leihe uns deine Leichtigkeit, deine Beflügeltheit, die du dem Leben gibst, deine Ausdauer, die du hast, um an dein Ziel zu fliegen, um von dem Nektar zu kosten. Zeige uns, wie wir auch zu unserem Herz gelangen. Lehre uns, wie wir von der Süße des Lebens kosten können, es tief bis in die kleinste Zelle fühlen können und pure Dankbarkeit für das Leben empfinden können. Danke, dass du da bist. Aho. Pachamama, Mutter Erde Gaia, viele Namen hast du. Und doch bist du die eine große Mutter, die unseren Körper geformt hat. Dein Wasser ist unser Blut. Deine Gesteine, Mineralien sind unsere Knochen. Deine Winde sind unser Atem. Und dein Feuer ist unser Geist, unser Spirit. Die Erde, auf der wir jeden Tag laufen, besteht auch aus unseren Ahnen und Ahnen. Und so rufen wir euch und bitten euch, stärkt uns den Rücken. Kinder, unsere Kinder, Großväter und Großmütter, seid bei uns, führt uns und wir ehren dich, Pachamama, und all deine Wesen, unsere Brüder und Schwestern, ob zwei Beine, vier Beine, Gefieder, Fell, Schuppen, nackte Haut, wir alle sind deine Kinder
und wir ehren auch die Steinwesen, die Pflanzenwesen, die Maschinenwesen und all jene, die zwischen den Welten wohnen, auf dass wir gemeinsam in Frieden auf unserer großen Mutter wandeln. Aho. Großmutter, Großväter, auch euch bitte ich, kommt, kommt in unsere Mitte. Wärmt euch eure Hände an unserem Feuer. Legt eure Hände auf unseren Rücken und stärkt uns. Haltet uns und gebt uns Kraft, unsere Linie zu heilen. Großmutter Mond, Vater Sonne, Geschwisterchen Sterne. Wenn ich in den Himmel blicke, dann sehe ich euch, Vater Sonne, der so viel Licht, Licht und Freude und Leben in die Welt bringt. Du gibst uns so viel Energie zum Wachsen, zum Gedeihen und zum Leben. Großmutter Mond, du schenkst Licht in den dunkelsten Stunden. Du zeigst uns den Weg in der tiefsten Nacht. Danke, dass du uns hältst, dass du uns reinigst und unser Leuchten im Dunkeln zeigst. Geschwisterchen Sterne, wenn ich in den Himmel blicke, dann weiß ich, ich bin nicht alleine. Sternnation, Sternstaub, aus das wir alle sind. Danke, dass ihr da seid und für uns jede Nacht so hell leuchtet. Aho. Aho. Spirit, großer Geist, du mit den tausend Namen und doch unnennbar, wie eine Kraft, die durch uns alle fließt. Danke, dass wir den Gesang des Lebens einen weiteren Tag singen und tanzen dürfen. Aho. Dann lade ich dich ein, dich ganz bequem hinzusetzen. Wenn du magst, kannst du eine Hand auf dein Herz und eine andere auf deinen Unterleib legen und dich einmal spüren. Dein Herzschlag und dein Atem. Und ganz hier im Moment ankommen. Fühle, wie deine Brust sich hebt und senkt. Dein Herz schlägt. Dann spüre auch den Boden, auf dem du sitzt. Der Boden, der dich immer hält. Mutter Erde. Sie ist immer für uns da, versorgt uns mit Nahrung und sorgt dafür, dass es uns gut geht. Und stell dir vor deinem inneren Auge vor, wie Wurzeln aus deinem Gesäß und oder deinen Füßen nach unten wachsen. Stell dir vor, wie diese Wurzeln mit jedem Atemzug, den du nimmst, noch tiefer in Mutter Erde wachsen. Beim Einatmen sammelst du Energie und beim Ausatmen schießen die Wurzeln ein Stück weiter in Mutter Erde. Atme ein, sammel die Energie. Atme aus und die Wurzeln wachsen tiefer, tiefer, tiefer in Mutter Erde hinein. Noch einen Atemzug ein und aus. Spüre, wie die Wurzeln auf Wasseradern treffen, sich um Steine wickeln
und immer kräftiger und stärker werden. Mit deinem nächsten Einatmen stell dir vor, wie die Energie aus diesen Wurzeln nach oben in deinen Körper fließt. Atme ein und die Energie fließt höher, höher, höher. Und beim Ausatmen verteilt sie sich in deinem ganzen Körper. Wir nehmen noch gemeinsam zwei Atemzüge so. Wir atmen ein. Ziehen die Energie nach oben bis in unser Wurzelchakra, unser Gesäß. Und beim Ausatmen verteilt sich die Energie von Mutter Erde in deinem Körper. Und ein letzter Atemzug ein. Und aus. Als nächstes. Fühle die Energie von Mutter Erde in deinem Körper. Du bist verwurzelt, stehst sicher. Und dann gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Kronenchakra, direkt in deinem Scheitel. Spüre deinen Scheitel. Und stell dir vor deinem inneren Auge vor, wie Äste aus deinem Scheitel, deinem Kronenchakra, nach oben wachsen. Auch hier sammeln wir beim Einatmen Energie. Und beim Ausatmen wachsen diese Äste höher und höher. Wir atmen ein. Aus, bis diese Äste die Quelle der göttlichen Weisheit und Klarheit erreichen. Und noch ein Atemzug ein und aus und spüre, wie diese Äste, deine Äste, sich mit dieser Quelle verbinden. Und auch hier atmen wir ein, um diese Energie der Quelle der göttlichen Weisheit und Klarheit bis in unser Scheitel zu ziehen. Und mit dem Ausatmen verteilt sich diese klare Energie in deinem Körper. Atme ein. Spüre, wie die Energie nach unten fließt und atme aus. Spüre, wie sich diese Energie in deinem ganzen Körper verteilt und ein letztes Mal ein. Und aus. Du bist jetzt sowohl an die höheren Reiche als auch an Mutter Erde angebunden. Und fühle, spüre einen Moment nach, wie sich beide Energien in deinem Körper vermengen, dich sowohl mit der nötigen Erdung versorgen, als auch mit der höheren Vision und den höher schwingenden Energien. Jetzt lade ich dich ein, mit mir gemeinsam durch eine Visualisation zu gehen. Wisse, dass du durch den heiligen Raum gehalten und beschützt bist. Sich nur die Sachen zeigen, die du bereit bist zu sehen.
Stell dir vor deinem inneren Auge dich vor. Sehe dich. In deinem Alter, in dem du jetzt bist. Und lass dieses Bild einen Moment auf dich wirken, ganz ohne zu werten. Denn alles ist gut so, wie es gerade ist. Hier in diesem Moment. Alles darf sein. Sehe dich. Ganz klar vor deinem inneren Auge. Und spüre, was das mit dir macht. Mit längerer Betrachtung deiner selbst fällt dir etwas auf. Dein Blick wandert zu deinen Händen, die etwas halten. Sieht aus wie ein Stein, ein Paket, ein Rucksack. Es kann alles Mögliche sein. Klar ist jedoch, dass du diesen Gegenstand mit beiden Händen festhältst. Frage dich, was ist es, woran ich in letzter Zeit festhalte? Was ist es, dass ich festhalte, sodass ich gerade nichts anderes mehr annehmen kann? Und vielleicht kommt eine Antwort. Dann darfst du diese annehmen, ohne zu werten, ohne zu hinterfragen. Und auch wenn nichts kommt, ist das vollkommen in Ordnung. Vertraue einfach auf den Prozess. Und in der heutigen Praxis wirst du eingeladen, dir die Möglichkeit zu verschaffen, das, was du gerade festhältst, in Bewegung zu bringen. Vielleicht sogar loszulassen. Denn alles, woran wir festhalten, jede Energie, halten wir auch in unserem Körper fest. Und du spürst die Energie von diesem Gegenstand, diesem Etwas, dieser Energie, die du noch festhältst, in deinen Armen und in deinen Schultern. Und dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie eine sanfte Energie, eine helle, leuchtende, strahlende Energie, vielleicht sogar von Mutter Erde, hinter dir Gestalt annimmt und ihre leuchtenden, warmen Hände auf deine Schultern legt. Und dich einlädt, diese Energie in Bewegung zu bringen.
Und wir beginnen ab hier mit einer kleinen Atemübung. Deine Augen darfst du gerne geschlossen halten. Den Fokus auf dein Herzzentrum gerichtet, auf deine Schultern. Mit der nächsten Einatmung zieh deine Schultern weit nach oben in Richtung deiner Ohren. Halte hier einen Moment inne und lass sie wieder fallen. Ah. Wenn du möchtest, kannst du auch einen Sound, der gerade sich richtig anfühlt, freien Lauf lassen. Und wir atmen nochmal ein, ziehen die Schultern weit nach oben und lassen sie wieder fallen. Ah. Einatmen, hochziehen, ausatmen, fallen lassen. Wir erhöhen jetzt etwas die Geschwindigkeit und ziehen sie jetzt kräftig nach oben, lassen sie fallen und wiederholen das die nächsten 50 Sekunden. Einatmen, Schulterblätter nach oben ziehen, ausatmen, fallen lassen. Fühle, wie du die Energie in Bewegung setzt. Mache weiter. Fühle die Wärme aufsteigen, die Energien, wie sie sich anfangen zu bewegen. Hör noch nicht auf. Noch ein paar weitere Atemzüge. Und jetzt atme kräftig ein und halte die Schultern weit oben an deinen Ohren. Halte, 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 halte. Halte die Energie weit oben in dir. Und lass los. Lass die Luft raus, 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 raus. Und halte hier auch kurz. Und atme, wenn du möchtest, wieder tief in deinen Bauch rein. Deine Hände liegen auf den Knien. Wenn du magst, dann öffne deine Hände, sodass sie in Richtung Himmel geöffnet sind. Und empfange, was gerade fließen möchte. Fühle in deinen Körper, wie sich die Energien verteilen, wie es kribbelt, wie dir warm geworden ist. Und finde hier deinen eigenen Atemrhythmus. Nimm nochmal ganz bewusst wahr, wie dein Atem fließt. Wie du immer tiefer in dich sinkst. Lass deine Augen weiterhin geschlossen und geh mit deiner Aufmerksamkeit in deine Hände. Bewege deine Fingerspitzen und schließe deine Hände, mach sie zu einer Faust und öffne sie wieder. Streck deine Finger aus, mach sie ganz weit und bring sie wieder zusammen in eine Faust. Dein Atem fließt gleichmäßig, während sich deine Finger weiter bewegen. Geh in kreisende Bewegungen über und fang an, große und kleine Kreise mit deinen Händen zu ziehen.
Deine Finger bewegen sich weiterhin zu Fäusten und spreizen sich wieder auf. Und jetzt erhöhe ein bisschen das Tempo vom Spreizen und zum Schließen deiner Hände. Spreize deine Hände, mach sie ganz weit und mach sie wieder zu einer Faust. Und jetzt werde etwas schneller. Und stell dir vor, als ob du Wasser aus deinen Fingern spritzen würdest. Und guck mal, wie schnell du mit deinen Händen werden kannst. Geh mit deinen Armen etwas nach oben, über deinen Kopf. Atme dabei tief ein und aus. Und wenn du merkst, du kannst nicht mehr, dann mach noch ein bisschen weiter. Du kannst das noch, du kannst das noch schaffen, weiter die Energie zu erzeugen in deinen Händen. Mit der nächsten Einatmung spreize deine Hände weit aus, richte sie über deinem Kopf, mach deine Arme lang und streck dich hier. Mach dich ganz lang, mach deine Wirbelsäule lang. Streck deine Hände weit nach oben. Dein Kopf geht in Richtung Decke und greife nach oben, als ob du Äpfel pflücken würdest. Deine Augen weiterhin geschlossen. Fließt deine rechte Hand hinter dein rechtes Knie und erdet sich. Deine linke Hand ist noch weit ausgestreckt. Und geht ganz langsam auf die rechte Seite. Und dehn deine linke Bauchseite. Und mit jedem Ein- und Ausatmen lehn dich noch ein bisschen weiter nach rechts. Schenk dir Raum. Schenk dir Weite. Mit dem nächsten Einatmenzug komm wieder mit beiden Händen nach oben. Streck dich nochmal. Mach dich lang und bring deine linke Hand hinter dein linkes Knie und lehne dich nach links. Und hier auch wieder mit jedem Ausatemzug lehn dich noch etwas tiefer in die seitliche Dehnung. Mit dem nächsten Einatemzug komm wieder mit beiden Händen nach oben, streck dich. Und jetzt öffne dich, öffne deine Hände, indem sie einen Kaktus, in die Kaktushaltung gehen. Als ob du deine Flügel aufspannst, deine Brust streckst, dein Herz öffnest, deine Schulterblätter ziehen zusammen. Und atme in diese leichte Herzöffnung. Mit dem nächsten Ausatmen bring deine Hände nach vorne zusammen, als ob du dich umarmen würdest. Mach deinen Rücken ganz rund und umarme dich. Und halte dich hier für eine kleine Weile in den Armen. Sei dein Anker. Einatmen, öffne deine Arme wieder. Zieh deine Schulterblätter weit zurück. Öffne deine Brust, öffne dein Herz, atme tief ein. Mach dich weit und komm wieder zurück in eine sanfte Umarmung. Erlaube dir, dich fallen zu lassen
und dich von dir selbst halten zu lassen. Einatmen, noch ein letztes Mal. Öffne dich, bring deine Schulterblättern zusammen, öffne dein Herz. Öffne deine Flügel. Und komm wieder in deine Umarmung. Wiege dich in noch zwei Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung löse, bring deine Hände auf deine Knie und spüre einmal nach, was diese Übungen schon mit dir gemacht haben. Nimm wahr in deinem Körper, was sich verändert hat. Wenn du merkst, dass heute viele Gedanken in dir umherstirren, dann erinnere dich immer an deinen Atem, der dein Anker ist, der dich wieder in deinen Körper zieht. In das Hier und Jetzt, in den Moment. Denn das ist es, was gerade zählt. Du und das Hier und Jetzt. Als nächstes komm in den Vierfüßlerstand. Wenn du schaffst, lass deine Augen geschlossen, um völlig bei dir zu bleiben. Und hier beginnen wir mit einer kleinen Runde Katze-Kuh. Mit dem Ausatmen machen wir einen runden Rücken und gehen in die Katze. Mit der nächsten Einatmung strecken wir unser Steißbein weit nach oben. Machen ein Hohlkreuz und unser Blick geht nach vorne. Ausatmen, runder Rücken in die Katze. Einatmen in die und hier mit geschlossenen Augen erspür mal, ob du diese Bewegung noch etwas ausweiten möchtest, indem du anfängst, wie eine Welle Kreise zu drehen. Guck mal, wo dein Körper heute hin möchte. Was tut dir heute gut? Welche Bewegung möchte dein Körper gerade machen? Probier dich aus, indem du dich vor- und zurücklehnst, deinen Rücken rund machst oder ins Hohlkreuz gehst. Du kannst dich zur Seite strecken. Nach hinten lehnen. In die Kindeshaltung wechseln. Oder in den heraufschauenden Hund wechseln. Das, was dir gerade gut tut. Das, was sich richtig für dich anfühlt. Dein Körper hat seine eigene Intelligenz und weiß ganz genau, welche Bewegung er gerade machen möchte. Gib ihm hier den Raum,
sich zu entdecken und sich zu entfalten. Atme dabei tief ein und aus. Erinnere dich daran, dass dein Atem dein Anker ist, der dich immer wieder in den Körper zurückholt, deine Energien in Bewegung bringt, deine Blockaden löst. Und streck hier wirklich deine Wirbelsäule, dehn sie von rechts nach links. Gib ihr Raum, sich zu bewegen. Und vom Vierfüßlerstand kommen wir in unseren ersten herabschauenden Hund. Und hier lass deine Beine noch gebeugt, deine Knie noch gebeugt und trete mit deinen Fersen abwechselnd von rechts nach links in Richtung Boden. Walk the dog. Dein Steißbein zeigt nach oben. Dein Rücken ist schön lang. Und hier beginne auch nochmal eine kleine wellenartige Bewegung, indem du dich nach vorne drückst wie eine Welle, kurz hältst und dich mit deinen Armen wieder zurückstößt nach hinten, deine Knie sind gebeugt und dann deine Knie ausstreckst und wieder den herabschauenden Hund kommst und wieder etwas nach vorne wie eine Welle sich drücken, wieder nach hinten drücken, das Steißbein geht nach oben. Fühle, wie deine Arme aktiviert sind. Dein Bauch, wie du die Spannung im Körper hältst. Wenn das gerade für dich zu viel ist, dann bleib einfach im herabschauenden Hund und bewege dich hier ganz sanft, wie du es gerade brauchst. Hör auf dich, was dir gerade gut tut. Mit der nächsten Einatmung tippel mit deinen Füßen ganz langsam vor zu deinen Händen. Atme ein und komm ganz langsam nach oben gerollt. Lass alles hängen, alles ist schwer. Und roll deine Wirbelsäule langsam auf. Atme ein, bring deine Hände weit nach oben. Und ausatmen, lass dich fallen. Oh. Mach dich schwer, als ob Wasser aus deinem Kopf fließen würde. Und hier kannst du noch ein paar Ja, Ja, Nein, Nein Kopfbewegungen machen. Und fühle, wie all die Last, all die Schwere von dir abfließt. All die Energie, die Mutter Erde auf unsere Schultern, durch unsere Schultern fließen hat lassen, darf jetzt sich richtig entfalten und
Fühle, wie das goldene Licht sich ausbreitet und all die Schwere, all das Dunkle langsam aus dir rausfließt. Atme nochmal tief ein, richte dich auf, bring deine Arme seitlich über deinen Kopf und wir lassen uns nochmal kräftig fallen und atme dabei aus. Und lass wieder alles aus dir fließen, bewege deinen Körper, du kannst Wippbewegungen machen, du kannst dich leicht schütteln. Du kannst dabei Töne machen, mach Sounds, die gerade raus möchten. Vertrau da ganz auf deine Intuition, auf das, was gerade fließen möchte. Alles ist richtig. Es darf alles sein. Und noch ein letztes Mal, richte dich langsam auf, bring deine Arme seitlich über dich in die Höhe und einatmen, ausatmen, lass alles fallen, lass alles los. Komm nach unten, sehr schön. Und wir bleiben hier noch ganz kurz in der ganzen Vorbeuge. Und jetzt lass dein Gesäß langsam nach unten wandern. In Malasana bring deine Handflächen vor deine Brust. Komm in Gebetshaltung. Dein rechtes Knie und dein linkes kommen etwas auf die Seite, sodass deine Ellenbogen an der Innenseite deines Knies sind. Dein Rücken ist gerade, dein Steißbein zeigt zum Boden. Dein Blick ist gerade nach vorne gerichtet. Und deine Atmung vertieft sich hier nochmal. Und spüre auch hier wieder nach, was diese kleine somatische Übung mit dir gemacht hat. Mit der nächsten Einatmung lehn dich etwas nach hinten und lass dich ganz sanft auf deinen Rücken rollen. Sehr schön. Und hier bring deine Knie zu deiner Brust und kreise deine Knie nach rechts, nach links. Massiere deinen Rücken und bewege sie ganz intuitiv, das, was sich für dich gut anfühlt. Und jetzt bring deine rechte Hand auf deine rechte Seite. Dein Blick folgt zu deiner rechten Hand. Und deine Knie fallen nach links. Und komm hier auch in eine seitliche Dehnung. Und atme tief ein und aus.
Mit der nächsten Einatmung komm wieder in die Mitte. Klammere deine Knie. Mach dich ganz klein zu einem Päckchen. Und lass wieder locker, lass los. Bring deine linke Hand auf die linke Seite. Dein Blick folgt. Und lass deine Beine auf die rechte Seite fallen. Und genieße die Dehnung. Mit der Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Und auch hier lass wieder bei jedem Ausatemzug noch ein Stückchen mehr los. Lass dich noch ein Stückchen mehr in dich fallen. Löse dich noch ein Stückchen mehr von dem, was du mit dir rumträgst. Und was Zeit ist, loszulassen. Mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben mit deinen Knien. Umklammere sie noch einmal und drück dich ganz fest. Und löse. Öffne jetzt deine Knie, lass sie nach rechts und links fallen. Komm in den Schmetterling. Wenn das zu intensiv für dich sein sollte, darfst du auch gerne schon in Shavasana gehen. Fühl den Boden unter deinem Gesäß, unter deinem Rücken, unter deinen Schulterblättern. Atme tief in deinen Bauch ein und aus. Wenn du möchtest, kannst du deine Hand, deine rechte auf dein Herz legen, deine linke auf deinen Bauch. Und deinen Atem fühlen, wie er tief ein- und ausfließt. Und spür nochmal nach, was heute gehen durfte. Welche Energie wieder in den Fluss kommen durfte. Thank you.
Und jetzt komm langsam wieder zurück auf deine Matte. Fang an, deine Fingerspitzen leicht zu bewegen. Wackel mit deinen Füßen. Bring wieder Bewegung in deinen Körper. Bewege dich schlangenartig auf deiner Matte. Bring alles wieder in den Fluss. Streck deine Hände. Mach dich lang. Gerne, wenn du möchtest. Und komm langsam wieder nach oben gerollt. Komm in deinen Schneidersitz. Atme nochmal tief ein und aus und bedanke dich bei dir selbst, dass du heute die Zeit für dich genommen hast, in dich zu spüren, in dich zu fühlen, dich besser kennenzulernen und dich mehr zu hören. Dich ein, noch einen Moment in dieser Dankbarkeit zu verweilen, während wir den heiligen Raum schließen mit einem Gebet. An die Winde und Kräfte des Ostens, großer Adler, danke, dass du uns Bewegung gebracht hast, uns Flügel geschenkt hast und uns bei dieser Praxis begleitet hast. Aho. An die Winde und Kräfte des Südens, weise Schlange, danke, dass du uns gezeigt hast, wo unsere Medizin liegt. Danke, dass du uns die Weisheit unseres Körpers und unseres Unterbewusstseins heute ein Stückchen näher gebracht hast. Au. An die Winde und Kräfte des Westens, Mutter, Schwester Jaguar. Danke, dass du uns beschützt hast, uns deine Stärke geliehen hast, uns mit uns verbunden hast. Wir danken dir. Aho. An die Winde und Kräfte des Nordens, mutiger Kolibri. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie wir noch tiefer in uns sinken, noch mehr unsere Essenz kosten dürfen. Danke, dass du uns den Weg in unser Herz gezeigt hast. Aho. Pachamama, Mutter Erde, Gaia, danke, dass du uns getragen hast. Uns daran erinnert hast, dass wir zu dir gehören, uns gehalten hast und all das an dich genommen hast, das für uns zu schwer geworden ist, das wir nicht mehr brauchen und du mit deiner Kraft transformierst. Danke auch an unsere Ahnen und Ahnen, die uns den Rücken gestärkt haben. Danke, dass wir immer mit euch verbunden sind, über dich, Mutter Erde. Danke an all die Wesen, unsere Brüder und Schwestern, Steinwesen, Pflanzenwesen, Maschinenwesen und die, die zwischen den Welten wohnen. Aho. Vater Sonne,
Großmutter Mond, Geschwisterchen Sterne. Auch wir danken euch, dass ihr für uns so viel Sonne, Licht in unser Herz gebracht habt. Danke, dass ihr für uns scheint und uns jeden Tag ein Stückchen mehr erhält. Aho. Großer Geist, Spirit, du mit den tausend Namen und doch unnennbar, die eine Kraft, die aus einem Samen einen Baum wachsen lassen kann und die mich bewegt. Danke. Wir bitten dich, dass wir den Gesang des Lebens einen weiteren Tag singen dürfen. Wir danken dir. Aho. Und sei achtsam mit dir nach dieser Praxis. Versuch dich so zu nehmen, wie du bist, dich in den Arm zu nehmen, alles sein zu lassen. Vielleicht magst du in die Natur gehen, dich mit ihr verbinden, mit dir verbinden. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich, dich bei unserem Online-Angebot zu sehen, denn Nati und ich werden im November und Dezember und eventuell nächstes Jahr online live Shamanic Yoga anbieten, dann in 120 Minuten, also 2 Stunden. Wenn du Lust hast zu joinen, dann klick einfach unten auf den Link. Infos findest du auf unserem Instagram-Kanal, ist alles unten verlinkt. Und guck auch gerne bei Nati vorbei auf ihrem Profil. Genau, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich natürlich, dich auch wieder im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut. Bye, bye.